Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Among Us. Wir spielen wieder mal. Wir sehen hier gerade sogar alle schön auf einem Feld mit den Pizmeets, mit Dadosh, mit Dalukat. Ray ist mit dabei. Mark, also alle. Oh, weia, da stirbt schon jemand. Alarm. Alarm. Oh mein Gott. Ja, Entschuldigung, wir müssen die Runde neu starten. Okay, okay. Ach so, lol. So, jetzt aber. Ja. Wir sind. Schau mal, was die Runde so bringt. Ich habe das Gefühl, letzte Woche habe ich mich so ein bisschen verdächtig gemacht. Oh. Musste mich ganz schön viel rechtfertigen. Alter, wie viele Kabelaufgaben ich hatte. So, zweimal Kabel. Ich bin natürlich jetzt kein Profi, aber ich gebe natürlich mein Bestes. Das bedeutet, wir haben dreimal Kabel gemacht. Wir müssen einmal ins Office. So, Upload. Und Dalukat bringt mich jetzt um. Ja? 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 Nee. Dalukat. Dalukat beobachtet mich auf jeden Fall. Oh, Alarm! 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 Oh, den habe ich doch gar nicht heute gesehen. Dalukat. Ich bin mir sicher, es ist Mord, weil die Hälfte fehlt. Ray. Was? Also, es war auf jeden Fall Mord. Da bin ich mir auch sicher. Da bin ich ja schon am Start. Ja? Wie hast du es am Anfang geschafft, dass du schon in diesem Gang bist? Als wir da gerade erst alle ich wollte euch erschrecken. Im Ladebildschirm bin ich losgelaufen. Oh mein also jetzt erstmal zu meiner Verteidigung. Auch wenn ich eine Diskrepanz mit Ray hatte, die Runde davor, also die Runde, bevor Peter sich nicht gemutet hat, ich war's nicht, okay? Alles klar, Dizzy. Dadosh und Kalle, wer ist uns entgegengekommen, als wir so langsam auf dem Weg nach unten waren? Ich muss sagen, Dalukat, ich hab ein bisschen Angst vor dir gehabt, weil du mir die ganze Zeit ein bisschen am Ass gekriegt hast. Die Leiche liegt Cafeteria auf dem Balkon. Mike gewesen sein, der kam gerade aus dem Reaktor gekommen. Dadosh hat nicht gewesen sein, ja, weil ich hatte Angst vor Mike und er ist unten dann, hat den Müll rausgebracht. Jay ist es. Hat den Müll rausgebracht und dann, Ich fand das alle verdächtig. Mike war es nicht. Dalu war es auch nicht. Also ich weiß dann zum Beispiel, dass Dalu mich die ganze Zeit hätte so mehr oder weniger snacken können. Klar, es waren viele Leute in der Nähe, aber Dalu war die ganze Zeit lang immer bei mir. So für mich, ich lehne mich auch jetzt aus dem Fenster, selbst wenn er noch der andere Mörder hätte sein können. Kalle ist hundertprozentig Crewmate. Weil du weißt, dass du Imposter bist und dein Kollege ein anderer. Die Aufgaben, die er in der Reihenfolge gemacht hat und das Neupositionieren an dem Monitor war so gut, dass er da, also du kommst, er ist zu dem Monitor. Nee, wenn er das gefaked hat und dann hat sich auch. Frage, oh, scheiße, von dir kommt jemand Sven gesehen. Kalle safe. Ich hab ja. Dalu studiert das der Game einfach. Was ist los mit ihm, ey? Kalle, ich vertraue ihm. Wenn nicht, glaube ich nicht hoch. Oh, keiner wurde ejected. Okay, Dalu vertraut mir zwar, aber ich vertraue ihm noch nicht so ganz. Er ist schon wieder. Also Dalu? Was ist los mit dem? Das ist unfassbar. Er will unbedingt. Was will er von mir? Jetzt verfolge ich ihn. Also jetzt reicht's mir auch. Ja, komm her, Dalu. Was willst du? Was ist your problem? Komm mal mit dir mit. Muss ja auch hin, rein zufällig. Jetzt geh ich woanders hin. Jetzt ist fertig, ne? So, Dalu. Können wir wieder gehen. Dalu und ich irgendwie Best Friends, aber irgendwie habe ich. Also diese Maske, die macht mir so Angst. Dalus Maske, die macht mir unnormal Angst. Aha, der muss jetzt zufällig auch hier hin. Hä? Oh Mann, Dalu wird mich jetzt so abmurksen jetzt. Ich habe so Angst. Oh. Gerade im Alarm! Also ich kann Dalukat sowas von proven, glaube ich. Yes. Also Dalukat und ich sind beste Freunde in dieser Runde gewesen. Wir haben alles zusammen gemacht. Ey, ich war es drin, aber ich war dabei, ja? Wo ist die Leiche, Dizzy? Cafeteria an dem Automaten ist die. Also die. Ja, Cafeteria an dem Automaten. Peter ist auch tot übrigens. Also ganz kurz, wer war gerade alles oben links? Peter war dann Mike. Nee, also Mike hat Peter getötet. Nein, auf keinen Fall. Wer war oben links alles gerade? Kalle? Dadosh war auch da. Genau. Und die einzigen beiden, die da oben waren, waren Peter und Mike. Deswegen wollte ich jetzt wieder zum Knopf und gucken, wer tot ist. Nee, Peter hat links die Kabel gemacht. Ich habe die Edelsteine gemacht oder was das ist. Ja. Moment, wer von euch beiden war zuerst am Launchpad? Ich war da. Du bist zuerst weggerannt? Ja, und auf dem Weg unten auf dem langen Flur ist mir die Sie entgegengekommen. Okay, genau. Ich bin aus diesem Reaktorraum bin ich rausgegangen, da habe ich
Peter? Ja, Peter noch gesehen. Und dann bin ich, glaube ich, an der ganzen Gang, die im Reaktorraum war, die rausgekommen ist, bin ich vorbeigelaufen über den langen Gang. Was ich glaube ist, dass, also es könnte, also ich bin der Meinung, Mike ist es. Deswegen kann es eigentlich nicht Dizzy sein, weil Mike halt Dizzy bezichtigt hat. Nee, ich finde es seltsam, dass du mich so verdächtigst. Also stimmt, du warst Peter und ich waren, Peter ja, ist, das ist voll... Aber ganz kurz, ich möchte mal erklären, warum ich denke, dass Dizzy es sein kann. Und zwar, er hat ihn getötet, ist gewendet, dann beim Medbay rausgekommen und dann hochgegangen, um ihn zu reporten. Damit er halt ein Alibi von uns hat. Das könnte auch sein. Ich wäre ehrlich gesagt auch eher bei Dizzy. Nee, M&M. Was macht ihr jetzt? Ja, Max. Da, es gibt ja. Bei 7 darf man niemals. Bei 7 votet man nicht. Goldene Regel. Ja, also Dalukat könnte natürlich auch trotzdem noch ein Imposter sein, aber das Ding ist, wir sind fast durch. Wir sind fast durch. Den werde ich jetzt mal mit Dadosh bleiben die ganze Zeit. Bei dem weiß ich noch nicht so genau, was abgeht. Da würde ich jetzt einfach mal chillen. Und wenn Mike mich jetzt tötet, wenn einer von den beiden mich tötet, dann bin ich safe. Aber Dadosh ist ein bisschen am Sweaten. Dadosh wird gleich draufdrücken und sagen, was wollt ihr von mir? Aber wir sind fast durch, ne? Wir sind fast durch. Das ist halt easy. Dadu und ich, wir sind halb doof, ne? Also Dadu hätte schon längst was gemacht, wenn das so crazy ist. Wer macht denn hier den letzten Task nicht? Wer macht denn hier den letzten Task nicht? Okay, ich gehe jetzt zum Emergency-Ding und sag da Bescheid. Hallo! Ich möchte mal kurz eine Gebetsstunde einberufen. Ich nehme meine Hände zusammen und bete und gucke nach oben und sage, wenn ein Geist einen Task noch nicht beendet hat, so möge er ihn doch schnell beenden, damit wir diese Runde beenden können. Sven zum Beispiel, der neue Geist, oder? Aber das ist egal, wir bleiben alle zusammen. Ich weiß nicht, ob das jetzt clever war. Und dann wird einfach reported, ja? Dann wird einfach reported. Wow. So, Dalu. Ja, Dalu, rennt mal schon los, ne? Biggest Big Brain. Lauf. Lauf, Brother. 6, 9, 1, 6, 1, 9. Ich glaub, das yay! Dalu, ey, wie langsam du deine Aufgaben machst. Maxi und Dizzy? Ja, korrekt. Dizzy, ja. Ich hab mich so betrogen. Dey, ich hab die letzte Aufgabe absichtlich nicht gemacht. Wie du an mir vorbeigelaufen so. Bist und im Event verschwindest, Alter. Ich hab so dumm geguckt. So! Oh, schon wieder groß! So, hier wieder anschmeißen. So. Wir spielen das Spiel nochmal. Wir bleiben bei Dalukat. Bleiben bei Dalukat. Wir werden einfach wieder bei Dalukat bleiben. Einfach, weil wir Best Friends mit Dalu sein wollen. Wir wollen Best Friends mit Dalu sein. Hat er eine richtig nice Mütze auf? Die finde ich richtig lässig. Ich hab Dalu verloren. Alarm! Mayday, Mayday, wir haben Dalu verloren. Ah, nee, Dalu ist da. Ehre. Oh, Dalukat. Dalukat, ich liebe dich. Bleib bei mir. Ich möchte einfach nur bei Dalu sein. Dalukat, irgendwann mal in Real Life treffe, mache ich auch ein Foto mit Dalu. Dalu, bleib bei mir. Dalu. Wo ist Dalu? Dalu, komm. Wir gehen jetzt weiter. Wir machen weiter Aufgaben. Ich muss auch in die Cafeteria, Dalu. Das ist super. Dalu, da muss ich nicht hin. Dalu, ich muss zum... Dalu, ich muss zum... Oh. Sound resumed. Alla! Oh nee, nicht Jay! Das ist Jay. Ich dachte, ich habe jetzt Peter reported, weil ich wollte gerade sagen, Peter und ich sind die ganze Zeit eigentlich zusammen gewesen. Zumindest mal jetzt am Anfang. Das war ganz oben bei Greenhouse. Da bin ich, habe ich jetzt gerade... Oh, scheiße. Das ist Greenhouse ganz oben, also rechts ist ganz entgegen, oder was? Das ist über Office und Admin, ja, das ist da, wo dieser, ja, die Platz. Ich habe das Gefühl, dass ich fast jeden diese Runde schon gesehen habe und beim Admin-Ding, wo ich gerade am Aufträge gemacht habe, war Dalu auf jeden Fall, aber der war dann weg, keine Ahnung, wo der ja, ist. Mit Kalle nach unten, aber darf ich kurz ermitteln, Dizzy, wie oft hast du die Map schon gespielt? Also, meine dritte Runde. Ey, du hast eben gesagt, du hast sie noch nie gespielt, das ist richtig gelogen. Hast du diese Map schon mal als Crewmate gespielt? Also jetzt unabhängig von der Runde, die hier zählt jetzt nicht, die davor, warst du davor schon mal Crewmate? Nö. Ah, das kann, das glaube ich dir sogar. Aber einem anderen glaube ich das nicht. Maxi, wieso hast du für die Quest am Anfang mit der Anomalie ungefähr dachte, 20 Sekunden? Ich muss Maxi bestätigen, ich habe die Runde davor, wo ich auch Crewmate war, auch nicht kapiert. Aber Maxi hat die Runde schon. Maxi hat die Map schon öfter gespielt. Ja, aber ich habe die Aufgabe noch nie gehabt, wirklich. Ich glaube, da wurde gefaked ganz wild. Ja, ich meine, dann wüsste ich das. Also ich muss sagen, Dalu ist wieder mein bester Freund. Und Dalu, hallo, können wir gleich kurz in die Cafeteria zum Automaten gehen? Ich muss was zu trinken kaufen. Ja, aber das ist ja nur einer tot, Kalle, und wir haben ja noch keinen. Wäre ich gerade eben mit dir in dem Lager gestorben, wenn du noch einen Meter auf mich zugekommen wärst? Das ist die Frage. Nein, ich will einfach nur mit dir befreundet sein. Nein, er möchte die größte Bedrohung ausschalten. Ich finde, Dalu ist einfach in der Zone gerade. Ich glaube, Dalu ist es. Es muss doch auch jemand, Moment, am Anfang wurde das Licht ausgemacht. Das bedeutet, es muss ja auch irgendjemand sein, der was vorhat, aber da ist niemand gestorben, oder? Ich liebe Dalukat. Mein Dalukat, nicht rausbauen. Wo ist mein Dalu? Dalu, komm. Komm her. Muss bei Dalu bleiben. Ich hab Dalu verloren. No! Komm, Dalu, wir gehen schnell den Alarm reparieren. Oh, shit, wir müssen runter. Ah. Ich glaube, Dalu
hat langsam einen Verdacht auf mich, aber ich meine, wir wissen ja alle, I'm not an imposter. Aber mal gucken. Nanu, komm, wir müssen schnell die Welt retten. Schnell! Ja! Es hat funktioniert. Wir haben die Welt gerettet. Dalu, hast gar nicht mit drauf gedrückt. Ich mach hier nochmal schnell das. Muss bei Dalu bleiben. Dalu Kart, find ich super smart. Dalu Kart, lieb ich jeden Tag. Dalu Kart, find ich super smart. Dalu Kart, das ist das falsche Ding, voila. Dalu Kart. Oh, Dalu wartet extra auf mich. Dalu und ich sind wirklich best friend. Forever ever. Oh nein, ich habe eine Aufgabe vergessen. Ich muss hier nochmal schnell ran. Dalu, warte auf mich. Dalu! Wait for me! Oh nein, Dalu Kart ist weggegangen. Ich habe Angst im Dunkeln. Dalu Kart, wo bist du? Ditzy? Wo ist mein Dalu Kart? Dalu Kart, wo bist du? Ditzy? Wo ist mein Dalu Kart? Oh nein! Sound resume. Nein, Dalu Kart ist tot, ihr Schweine! Wie lange habt ihr gebraucht zu reporten, Leute? Jetzt mal ganz ehrlich, ich komme da an, Kalle steht voll auf der Leiche. Ich musste erstmal meine R-Taste finden gerade. Zweitens war eben das Licht aus da, ich habe Angst im Dunkeln. Und drittens war ich gerade oben, Dizzy hat's gesehen, ich habe da Kabel gemacht. Ich hab gar nichts gesehen. Hä, du standst genau neben mir mit deiner Banane auf dem Kopf. Ich hab von dir gar nichts gesehen. Aber ich bin echt traurig, dass Dalu Kart tot ist. Ey, dann ist das wirklich Kalle und er hat ihn betrayed. 100 Pro. Hä? Wo liegt der? Du warst gerade bei mir. Wo war der? Ich hab ihn doch gerade report. Nee, hab ich nicht. Ich hab gereportet. Ja, aber ich stand doch genau drauf. Ja, genau. Deswegen hab ich auch gereportet. Seid mal kurz leise. Also, Dadosch, Kalle, Dalu und ich sind länger oben beim Labor geblieben, sind dann runter. Kalle hat sich dann, glaube ich, quasi als erstes gesplittet von der Gruppe. Dalu ist dann bei diesem, ich sag jetzt mal, V-Gang oder A-Gang. Links hat eine Task gemacht. Dann ging das Licht aus. Dadurch habe ich noch gesehen, während das Licht ausging, ist dann runter nach Cafeteria, während ich direkt hoch zum Lichtfixen gegangen ist. DC war da auch oben. Kann Ray hätte mich auch die ganze Zeit töten können, muss man dazu sagen. Also ich glaube nicht, dass es unbedingt Ray ist. Nee, ich bin auch bei euch geblieben, weil ich gedacht habe, einfach um zu checken, ob da jetzt ein Kill passiert und halt auch wo liegt die Leiche, Peter? Genau, Peter, sag mal bitte. Bei dem Dreieckgang. Ja, quasi genau, da, wo es in alle Richtungen geht. Ne? Nee, das war mitten im Gang. Also das ist mitten auf der Kreuzung eigentlich. Also ich bin ja schon dumm, aber ich töte doch niemanden mitten im Gang. Dann muss der Kill aber, glaube ich, echt kurz vom Report gewesen sein. Also ich muss sagen, weil er hat noch kurz vorher noch gelebt. Pass auf, Kalle und Dalu laufen die ganze Zeit rum. Wenn irgendjemand Dalu tötet, müsste Kalle doch instant einen Report-Button haben, oder nicht? Die haben die ganze Zeit gekuschelt. Wir waren gerade wirklich die letzten 10 Sekunden nicht zusammen wegen des Lichtes. Und dann bin ich hoch und dann war das Licht wieder da. Wir voten okay, aber was ich daran nicht glaube, wer hat das nicht gemacht? Ray und Dadosh oder wie? Nee, ich hab's nicht gemacht. Ich hab's nicht gemacht, nee. Oder? Wir voten keinen. Nee, kein Vot. Nee, bei 7. Ja. Also Kalle halt verdächtig, würde ich sagen. Als ich angehe, übelst unverdächtig. Ich bin menschlich. Also, menschlich. Von allen in diesem Raumschiff. Einfach nur enttäuscht. Es ist unfassbar. Es ist... Ich bin menschlich, wirklich, am Ende. Ich will mich hier unten verziehen. Oh mein Gott, da kam mir irgendjemand entgegen. Irgendwas Gelbes kam mir entgegen. Wer ist gelb? The person was gelb. Ich weiß gar nicht, wer gelb ist. I'm so tilted. Sound resumed. Alles klar. Alarm. Was? Aber sowas von. Alter, Peter liegt tot in diesem Dekon. Ja, ich mach die Luftschleuse auf und dann kommt mir eine Leiche entgegengestolpert und Mike. Nee, genau andersrum eigentlich. Ja, genau andersrum. Okay. Dann vote ich Maxi. Ja. Mike, was hast du denn zu deiner Verteidigung zu sagen? Willst du noch jemanden grüßen? Oder? Ich laufe in diesen Dekontaminationsgang runter. Du Peter liegt drin, Du Lügner. Was? Du Lügner. Ja, ich laufe den Gang runter, von oben nach unten in diesen Gang rein. Maxi kommt mir entgegen, killt Peter und reportet und beschuldigt mich. Also Maxi ist mir gerade aus dem Spawn wieder entgegen. Maxi kommt von unten nach oben. Also er läuft quasi von, was ist das, Lockerroom nach oben in diesen Dekogang. Ich laufe von oben Reaktor runter. Dort ist dann Peter. Wie also wen hast du jetzt gewotet? Ich habe Mike gewotet. Maxi war der bessere Teammate. Was? Ja, aber okay, Moment. Ich finde votet mich ruhig raus, aber behaltet dann Maxi im Auge. Weil ich muss sagen, dass Dadosh hier noch gar nichts gesagt hat, ist so verdächtig. Dadosh ist immer am lautesten, ne? Also, können wir ganz kurz den Mord sagen? Nein, lass mich mal ganz kurz. Ich habe noch einen zweiten Verdacht an Dizzy. Warum bist du beim Admin-Tisch hinten rumgelaufen? Bist du gewendet? Was bin ich gewendet? Nee, ganz ehrlich. Auch an dieser Stelle, ich bin 35. Der Maxi gerade deckt. Also mir ist egal, ihr könnt mich gerne voten, aber dann müsst ihr danach Maxi voten. Ich laufe halt gerne mal eine extra Runde. Was soll ich denn gewendet Maxi sein? Und ich bin kein also Crewmate würde sagen, votet mich raus, weil das absolut Schwachsinn ist. Das tut man nur als letzte Verteidigung. Ich würde jetzt einmal vertrauen, aber dann nie wieder. Okay.
Ich vote Maxi. Boah, es lag an mir. Vor. Oh Mann, ey. Oh mein Gott, es lag an mir. Dadosch hat Maxi gevotet. Aha, aufpassen. Also für mich sind es Mike und Dadosch. Weil Dadosch ist sonst immer der Lauteste. Deswegen werde ich jetzt mal bei Ray bleiben. Dadosch ist weggelaufen. Das ist nice. Wir müssen hier hin. Dadosch ist auch in der Lage, sowas im Laufen zu machen, ne? Eins ist hier der andere. So, zack, mal her hier den Bums. Machen wir wieder ein paar Kabel zusammen, ne? Zack, jetzt gib mir das Licht back. Wir sind halt wieder fast durch, ne? Das heißt, es müssen jetzt hier wirklich Leute sterben. Wir müssen tatsächlich, Leute, wir sind jetzt fertig mit allen Aufgaben. Wir sind jetzt schon wieder fertig. Oh, weia. Oh, weiter. Oh, weiter. Ich bin immer noch traurig. Dass Dalukar tot ist. Angst vor Dadosch. Entweder wird mir jetzt hier der Hals umgedreht, oder ich überlebe. 2, 8, 7. Okay. Come on. Kann doch nicht sein, dass der einzige bin, der jetzt hinläuft. Oh, da wurde wahrscheinlich gerade einer abgemurkst. Wenn er jetzt nicht Dadosch liegt. Also, es war die Person, die da. Also. Ja. Ah! Alarm! Ja, gut, also Dadosch. Das war jetzt aber sehr offensiv. Danke, dass ihr noch gekommen seid, Leute. Oh Gott. Also, Max, ja. Nein, Dadosch. Nein. Stopp. Nein, brauchst du nicht. Brauchst ja nicht. Okay. Bist ja auch einfach der Imposter. Bevor ich jetzt rausgebotet werde, möchte ich mich doch nochmal ganz kurz. Maxi, hattest du Angst eigentlich? Ja, schon beim Licht ausmachen, wo du das die ganze Zeit auf die Schalter nach unten. Ja, ich weiß nicht. So. Ich hab die ganze Zeit mit dir gespielt. Ja, da hab ich mich gerade selber. Wurden wir Kalle, also Maxi. Genau, Kalle raus. Ja, Kalle ist so verdächtig. Oh. Kalle, tut mir leid. Oh, scheiße, verklickt. Ja, das war so alles witzig. Diese Runde war so absurd schlecht von mir. Das war sehr witzig. Also, ja, hat sich, glaube ich, sehr darüber aufgeregt, dass Kalle so Brain AFK war. Ey, Dadosch. Ja, bitte. Du bist ein Arsch! Jedes Mal, wenn du das sagst, bist du ein scheiß Kotze! Aber ich dachte, Kalle ist der Zweite gewesen zu dem Zeitpunkt. Dalukar, ich liebe dich einfach nur. Du bist über meine Leiche gelaufen. Als du nach oben gerannt bist, hast du mich weggetreten. Ey, ich habe gerade mit meinen Zuschauern geredet. Ich habe mich hingeguckt. Also Dadosch, bei dir fällt so heftig auf, wenn du Imposter bist, dass du so ruhig wirst, ne? Ich sag das jedes Mal und keiner votet den dann. Das Download-Fenster ist riesig groß geworden. Was ist mit dem Download-Fenster passiert? Ich habe so ein voll großes... Das ist auf der Map so. Findet ihr die Task-Anzahl so gut oder... Ja, finden wir gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.